das Matchball-Duell. Leonardo, 11 Jahre, behauptet, ich erkenne mehr Wimbledon-Matchbälle allein am Ton als Boris Becker. Leonardo und Boris hören jeweils abwechselnd 4 Matchbälle aus Wimbledon-Endspielen der letzten 50 Jahre. Dazu müssen sie das Jahr, die Paarung und das Ergebnis korrekt benennen. Wer mehr Matchbälle richtig erkennt, gewinnt das Duell. Bei Gleichstand kommt es zum Stechen. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Leonardo, hör gut hin, hier ist der erste Endspiel-Matchball für dich zum Hören. ...1980, Björn Borg, John McEnroe, Sieger Björn Borg, 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6. Wir überprüfen das, ob es stimmt. Die Partie war richtig benannt. Das ja auch, da sehen wir den Spielstand. Und auch den hast du vollkommen richtig wiedergegeben. Erster Punkt für Leonardo. Erste Aufgabe für Boris. Bitte absolute Ruhe im Studio. Das klingt nach Damen. Damentennis. Navratilova Evert, 78, 2-6, 6-4, 7-5, Navratilova. Ja. Wir überprüfen das. Absolut korrekt. Ja, du merkst schon, Leonardo, für Boris geht es heute um mehr als nur um das Duell. 1-1. Nächste Hörprobe für Leonardo. ...1999, Pete Sampras, Andre Agassi, Sieger Pete Sampras, 6-3, 6-4, 7-5. Boris ist nicht unzufrieden. Die Auflösung. Das ist richtig. Leonardo führt 2-1. Nächste Aufgabe. Das war ich selber. Gegen Edberg. 1988, aus meiner Sicht. 6-4, 6-7, 4-6, 2-6. Das heißt, der Sieger war? Edberg. Oh, ich habe das Gefühl, da erinnert er sich noch ganz genau. Ja, der letzte war der wirklich schlimme, ne? Aber in diesem Falle bringt es dir einen Punkt. 2-2. Leonardo, deine dritte Aufgabe. Ist das spannend? ...2006, Roger Federer, Rafael Nadal, Sieger Roger Federer, 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. Und der Schweizer, sowieso Rekordspieler, 7-mal Wimbledon gewonnen, längste Nummer 1 und die meisten Grand-Slam-Titel bis heute. Aber 17. 17. Aber ihr arbeitet dran mit Novak, ne? Wir bemühen uns, ja. Ja, ja, ja. Also, dritter Punkt für Leonardo.
Aufschlag Boris Becker. Eine Frau, Heide Fräulein, Stephanie Graf, gegen Monika Seelisch 1992. Ja. 6162. Aber gegen Arantxa Sánchez Vicario. In drei Sätzen hat sie es verloren. Und es war 1995. Oh, knapp daneben. Ja. Jetzt darf man sich nicht rausbringen Nein. lassen. Ne? Leonardo, das ist sozusagen dein Matchball jetzt. Serena Williams, Angie Kerber, Sieger Serena Williams, 7563. Schauen wir drauf. Mittlerweile die Nummer 1 der Welt, Angie Kerber. Und das bringt Leonardo den vierten Punkt. Komm, den einen machen wir noch für die Galerie. Komm, Boris, hier ist noch einer für dich. Deine vierte Aufgabe. Djokovic Federer 2015 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Ja. Woran hat man es so genau erkannt? An seinem Stöhnen. Und als er den letzten Punkt gewonnen hat, das war eine Vorhand Crosscourt. Da hat er diesen Erlösungsschrei sozusagen losgelassen. Und, okay. Ja. Also du warst mit Sicherheit nah dran ja. und dabei. Und wir schauen, ob das alles richtig ist, was wir gerade gehört haben. Da ist er, der Matchball. Novak Djokovic gegen Roger Federer. Wimbledon Sieg. Und auch wir haben ein Ergebnis. Leonardo gewinnt dieses Duell. 4-3. Super, klasse, Leonardo.